Ah, das funktioniert jetzt tatsächlich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition. Und heute mal. Ihr das benötigt. Erste euch. Mal im ganzen Let's Play. Für euch. Mit dem anderen Aufnahmeprogramm. Ich nehme mit OBS nämlich auf. Und nicht mit Fraps. Weil Fraps hat halt riesige Dateien erzeugt und mit OBS derzeit zur Zeit. Also ich denke mir so. Das sieht ja auch so ganz gut. Bester Folgeneinstieg ever. Ich müsste jetzt so ein bisschen MLG so du 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 du. Okay, wir haben Barentia, wir haben die Dinger hier. 16 Barentia Steine haben wir schon. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was man soll, wo ich Recalling Tours. Das können wir nicht machen, aber machen morgen grauen können. Schon machen, aber das bringt uns nichts. Das Horn von Jürgen Windrufer, Blood on the Ice. The Winter was plagued by a shadowy color. I have been asked to help them with the Dice Smelter. Das glaube ich auch. The Taste of Death, Yolan Markan wants me to join a worship in Amiranza. Nee, I should try to research Alessio's mentioned in this note. Coverstorm's Journal, Lost Expedition. Das hört sich noch interessant an. I should try and find the researchers Alessio's mentioned in this note. Coverstorm's Journal. Huch! Oh, Steam! Das Schöne ist übrigens auch mit dem mit OBS, wenn ich damit aufnehme, wenn das Spiel mal wieder abstürzt, ne? Ist nicht wie bei Fraps. Fraps grabt ja ein Programm. Und ja nur das. Ein OBS nimmt ja die gesamte globale Szene auf. Und das heißt, wenn einfach mal eine Quelle dieser Szene wie das Spiel nicht mehr funktioniert, habt ihr immer noch zum Beispiel das, den Ton. Mich, wenn ich eine Webcam einbauen würde, zum Beispiel sowas alles. Es würde halt nur ein schwarzes Bild fürs Spiel sein. So. Und man würde dann direkt sehen, aha, wenn ich das Spiel starte, ne? Das heißt, ich kann alles quasi komplett uncut machen. Ich habe immer diesen Grafikbug. Lass uns nach drin gehen und in eine Höhle. Ich muss immer noch herausfinden, von wo das kommt. Das kann so nicht angehen. Das ist ja nicht sehr schön. Ich habe allerdings leider keine Ahnung, von welcher Mod sowas kommen könnte, ist das Problem. Deswegen wird das schwer, würde ich jetzt mal so behaupten. Ihr beschäftigt euch wohl gern mit Alchemie? Ja. Nein. Richtig. Und ich muss halt was sagen, es ist so warm, ne? Ich habe gerade eben Amnesia aufgenommen. Mit Facecam. Ja. Was soll ich dazu sagen, außer dass ich gestorben bin? Die Luft hier drin steht. Also wenn ich einatme, ist die Luft teilweise so warm und trocken, dass einem echt das Atmen schwer fällt und ein richtiges Brennen im Hals ist, als würdest du irgendwie so einen ganz trockenen Wodka oder so trinken. Hey, hey, hey! Braucht ihr etwas? Nicht die Talmor-Leute angreifen. Mein Vater wollte, dass ich in seinen aber da fällt mir gerade ein. Zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute. Ich habe ich nicht noch Sachen, die ich. Ich denke, das wird euch gefallen. Nein. Was? Oh, ich hätte in mein Haus gehen können, ne? Wie sieht's mit meiner Tragkraft 231? Das ist natürlich, das geht. Eigentlich geht das. Geht klar. Ein True and Cell Excavation Site. So, vor allem, das muss auch. Das, ich habe ja so eine Mod, die ist Realistic Smokes and Embers, heißt die so. Da liegt's nicht, weil ihr seht ja hier diesen Rauch, das, der ist ja auch geil durch diese Mod. Der sieht besser aus. Ich glaube, er ist sowas wie Climates of Tamriel oder Tamriel. Was diesen Fehler verursacht.
Ihr seht ja, ne, hier die Staubeffekte. Das sieht gerade echt geil aus. Die sind halt ohne Probleme, ne? Oh, hier ist ein unbegrenzter Heilungstrank. Eine Frostschwäche. Aua. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war das Ding da schon die ganze Zeit. Ja, das denke ich auch. Und ich muss sagen, ich habe mit dem Programm deutlich mehr Frames. Finde ich gut. Oh. Ach ja, Frostspinnen. Bissspinnen. Eine der wenigen Dinger, die immer noch. Mjoll. 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 Sie war ein Bitchfight oder so? Der Tod erwartet euch. Sucht euch irgendeinen Ring und macht Schlammcatchen. Alter, bitte. Was ist denn los mit euch? Ja, Tachchen. Der Herr. Ist er, also meine Kameraden auf jeden Fall, kompetent bis zum geht nicht mehr. Was haben wir hier? Den Nschwanzel. Ich kann es aber nicht aussprechen. Also vor allem jetzt so. Oh, Friedlieb. Ein guter Tag. Sie war. Was ist denn los mit euch? Leute, ruhig. Bitte. Nach einem Kampf. Alles, das ist unfassbar, was mit euch beiden los ist. Hier sind die Fahrer mehr, weißt du? Wieso eigentlich mit sowas und nicht mit sowas? Ja, zwei Endig verbessert auf 96, ist ja mal was. So. Aua. Aua. Boah, jetzt wird's knapp. So. Was mache ich denn da? Ich brauche doch keinen Trank. Da. So, Joll. Ich sehne mich nach einem Kampf. Take down the enemy silently when you're ready. Was? Can identify the target. Oh, was gibt es? Mein Vater, ich will, dass ihr mich in einen Vampir verwandelt. Prepare to take the enemy down while you give the sign. Er hat sich nie darüber beklagt. Er fehlt mir. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt wieder Freunde seid. Das ist, sorry, seid doch zwei dreckige, miese Schlampen. Weißt du, auf der einen Seite. Ah, Bitchfight! Wir müssen in den Ring steigen! Und auf der anderen Seite. Was ist denn hier mit der Bodentextur los? So, das ist einfach nur geil. Wo? Wo ist der Dwemer hin? Ja. Der Dwemer ist weg. Der Dwemer? Der Fallmeer. Nunchstil. Qualis. Weißt du, und auf der anderen Seite. Oh, wir sind beste Freundinnen. Woher seid ihr gekommen? Wahrscheinlich aus Tadschikistan, denke ich mal. Würde ich jetzt so behaupten. Was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dir los? Was ist denn los mit dir? Hä? Fehlende S-Animation? Ja, gut.
Ja, die ist klar. Ich check's grad nicht. Das ist aber ein gewaltiger Bug. Scheiße. Ach ja, Schlosskranken war besser. Finde ich gut. Dietrich haben sich gelohnt. So, was kann man denn mal wieder mal machen? Das ist interessant. Ja, was ist denn falsch mit euch? Hä? Was ist das? Ist doch irgendwas falsch gelaufen. So, der Chaurus, der... Ah, der, guck mal, der macht ganz normal sein Ding. Der kann ja auch looten, ne? Ja, ganz harmlos. So. Ich wollte bei dem Chaurus noch wissen, der kann ja auch nicht looten. Was ist denn mit euch falsch gelaufen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Ein Shinzu. Falsch mit den Fallmähern. Hm, eine Truhe. Ein Kork. Ich weiß nicht, was COG bedeutet, deswegen... Mach da mal keine Witze drüber. Shirana, wo ist eigentlich Mjoll? Hast du die irgendwie zurückgelassen? Hm, ist nicht so nice. Hier, diese Treppe habe ich noch nicht genutzt. Es könnte zielführend sein, denke ich mir mal gerade so. Hier ist noch ein kaputter Fall mehr. Na. Das ist jetzt aber ganz schlecht mit dem Fall mehr, dass ich den nicht looten kann. Ganz schlechte Idee. Was mache ich denn jetzt? Ich guck mal, was passiert, wenn ich lade. Sieht gar nichts. Ich mich erschrocken. Ich bin tot? Habe ich jetzt nicht mitgerechnet? Ja.
Ja, jetzt kann ich das Ding aufnehmen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Was soll ich denn aufnehmen? Stroms Diary. Recover Erichs, Recover Skrax Diary. Was steht denn in Stroms Diary drin? I've decided to remain behind. Behead. Ich kann es nicht lesen, da sind zu viele Quest-Dinger drüber. I've decided to remain behind with one of the our guards and further document the living area we have stumbled across. I want this to be the best of my ability, but due to the sudden disappearance of the dreamer, it is almost impossible to say for certain what anything is. This tree, by the nine, I cannot determine what the purpose of this tree. It appears to be from the area around the white one, but why and how it go here is beyond me. I think it may be a gift from the surface world, but based on the lavish surroundings, could it be a display of power? I'll check the living areas nearby for any additional clues. Living areas. Upon further investigation of the area, it looks like the structure houses two classes or families. I can think of no other reason for this particular layout. Perhaps this group oversaw this particular portion of the city? I have to compare notes from the other areas as we uncover more of the city. Hopefully some of those will contain more in-depth clues. It appears a smaller wing collapsed on itself, and maybe when the expedition returns we can dig out an entrance. Farmer have begun to creep back into this area of these wounds. It's a good thing I am not alone here. We've managed to block off some of the areas. We suspect this farmer were coming in through, but they're still getting to us somehow. Together we are able to hold them back, but how long until Storben and the West return? Ja, das war wohl nicht lang genug, würde ich mal behaupten. Ich habe ja einmal harvesten müssen, fällt mir gerade mal so ein. Komplett harmlos. Wie fast muss ich denn noch an alles harvesten? Ork, Dark Elf, Wood Elf, High Elf. Na, das könnte man denn kriegen. Ich frage mich gerade, wo ist mir die nächste. Kann ich nämlich nicht mehr harvesten, wenn das einmal harvestet wurde. Das heißt, überall, wo ein Harvest steht, sollte ich auch harvesten. Das ist gut zu wissen. Nicht die viel ist, haben die viel Gold dabei. Kann ja heute den Schauraus nämlich öffnen und sowas alles. War das hier? Ich such den Ausgang gerade. Nee, das war hier nicht. Hier war nur eine Sackgasse, ne? Ich erinnere mich, ja. Warum diese Musik? Es ist ja doch gar kein Gegner. Hilfe. Keine gute Sache, wenn Kampfmusik kommt. Ich will hier raus. Ein Schuhenzell. So, ich muss dann wahrscheinlich über diese Brücke gehen, ne? Über diese Brücke musst du gehen. Ich habe Mjoll auch unten gehört. Na dann. Jahre musst du überstehen. Also ich glaube, das war schon nicht mehr der richtige Text. Excavation. Ein schönes Wort, wie ich finde übrigens. Excavation, das ist so... Das passt sehr gut. Warum sind hier Gegner, aber keine Gegner?
Denn jeder Mensch ist schließlich ein Mensch. Nee. Ja. Hier. Tja, das kommt mir alles bekannt vor. Zumindest somehow auf a decent area. Ah ja, und da müsste gleich der Bot erscheinen. An der Stone Keep. Genau. Der Button erschien zwar nicht, aber es war schon das Richtige. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist viel zu warm, als dass ich gleich noch eine Folge aufnehme. Ich habe eine Folge Amnesia aufgenommen, eine Folge Skyrim und ich bin tot geschwitzt. Das Schlimme ist, die lässt auch die Konzentration nach und alles. Also bis zur nächsten Folge und tschüss!